Heute werde ich mal aus dem Kleinsaal berichten über Historie, über Bautätigkeiten, über Sachen, die nicht jeder weiß. Als ich das erste Mal in diesen Saal kam, dachte ich, oh, hier hat der Architekt aber mächtig in die Farbpalette gegriffen. Fand dieses Rosa und dieses Türkis echt anstrengend. Kurz danach war ich in Potsdam gewesen und dieses Schloss hat Schinkel gebaut. Und als ich dieses Schloss besichtigt hatte, wusste ich, die Architekten haben es genau richtig gemacht, weil man sieht genau die Farben, man sieht viele Gestaltungselemente. Also Schinkel hätte auch das geliebt, wenn er es gesehen hätte. Ich hatte ja letztens schon erzählt, da wo der große Saal jetzt sich befindet, war früher der Theatersaal im Schinkelschen Schauspielhaus. Und da gab es ein Deckenplafond über dem Zuschauerraum. Und diese Motive hat man übernommen, um sie hier in diesem kleinen Saal zu verwenden, der ja eigentlich ursprünglich Kammermusiksaal hieß. Und der kleine Saal ist ja auch nicht nur für Kammermusik geeignet, sondern der ist auch so gebaut worden, dass man die Möglichkeiten hat, kleine Inszenierungen hier stattfinden zu lassen, kleine Theaterstücke. Haben auch so diese typische Situation oben in den Deckenbereichen mit den Vouten, aus denen dann Scheinwerfer rausgucken können, um szenisches Licht zu machen. Und wir haben wirklich auch diese sehr schönen Kronleuchter hier drin, die wir jetzt gerade überarbeiten werden, reinigen lassen werden und elektrisch prüfen lassen. Ein kleines Detail vielleicht auch noch da hinten, dieses Bild an der Rückseite des Saales. Wenn man genau hinschaut, denkt man, warum hängt das eigentlich so schief? Ja, das ist die eigentliche Funktion. Also das Bild ist eher Nebensache, aber man wollte genau an der Stelle einen Beitrag für die Akustik des Saales leisten. Und deswegen ist dieses Bild sehr schräg. Das heißt, die Schallwellen, die da auftreffen, werden nicht sofort wieder zurückreflektiert, was ja eher zu dem Flatter-Echo führt, sondern die werden abgelenkt und sorgen so für eine viel bessere Akustik in diesem kleinen Saal-Kammermusiksaal. Ich gehe jetzt mal auf die Bühne, da kann ich noch ein bisschen mehr erzählen über Baumaßnahmen, die wir in dieser Zeit vorhaben und auch für die nächsten Jahre.